Ich bin der Felix. Ich bin der Luis. Ich bin der Max. Luis, Felix und Mats sind 7 Jahre alt und eineiige Drillinge. Eine absolute Seltenheit. 3 Doppelgänger. Genetisch total identisch. Entstanden aus einer einzigen Eizelle, die sich in 3 Teile geteilt hat. Das Aussehen ist gleich, Unterschiede gibt es aber trotzdem. Felix ist manchmal unser kleiner Clown hier zu Hause. Der übertreibt das dann manchmal auch ein bisschen. Er weiß ja nicht ganz so schnell, wann dann auch mal gut ist und Ende ist. Der Luis, ja, ist unser Kleiner mit dem Kopf durch die Wand. Er kennt oft nur schwarz und weiß und dann ist es manchmal schon ein bisschen schwieriger mit ihm. Und der Mats erzählt gerne, also wenn die 3 irgendwo unterwegs waren und ich frage, was habt ihr gemacht, dann ist Mats derjenige, der dann am meisten erzählt von den 3. Alle 3 Jungs sind gesund und munter. Für die Eltern ein großes Geschenk, denn die Schwangerschaft mit eineiigen Drillingen war riskant. Sandra Ladage vor 8 Jahren. Sie ist im 5. Monat schwanger. Jede Woche muss sie zur Kontrolle, zum Ultraschall. Man ist immer beruhigt beim Ultraschall, wenn dann alles okay ist soweit. Aber dann zittert man schon wieder, wenn man wieder hier hin muss, weil man dann doch Angst hat, dass irgendwas nicht stimmen könnte. 3 Monate später. Die Kinder werden 7 Wochen zu früh per Kaiserschnitt geholt. Aber Luis, Mats und Felix geht es gut. Geil. Jetzt die 3 zu sehen? Ja, Wahnsinn. Eigentlich kann ich jetzt gar nichts gerade so, so cool. Alle 3 gleich. Alle 3 gleich. Das heißt auch, alle 3 haben gleichzeitig Hunger. Mats, Felix und Luis sind jetzt 1,5 Jahre alt und haben sich zu kleinen Wonneproppen entwickelt. Warten will hier keiner. Eine logistische Herausforderung für Mama Sandra Ladage. Die Zeit des Gefüttertwerdens ist vorbei. Jeder will selber essen. Ja, einer macht was vor und die anderen machen es dann gleich nach und wollen es natürlich dann auch machen. Und dann hat man verloren. Also dann hat man auch keine Chance mehr. Die wollen dann auch nicht mehr weiter essen. Dann ist wirklich vorbei, so lange, bis man dann sagt, na gut, komm, dann probier's halt alleine. Und so sieht es aus, wenn 3 Brüder gleichzeitig mit dem Löffel essen lernen. Zwei Jahre später. Im Hause Ladage geht es turbulent zu. Mats, Luis und Felix sind richtige Wirbelwinde. Kleine Unfälle kommen häufiger vor. Ja, ja, siehst du, jetzt hast du wehgetan. Okay. Hast du einen gemacht, Mats? Die Kühlpads liegen vorsorglich 3-fach im Kühlschrank. Und mit einem guten Löffel Gemüsesuppe ist der Schmerz dann schnell wieder vergessen. Und, ist heiß? Nein, lecker. 3 Jahre später. Heute ist ein großer Tag für die Drillinge. Mats, Luis und Felix werden eingeschult. Die Ranzen durften sie sich selbst aussuchen. Jeder wollte sein eigenes Motiv. Genius. Und du? Pirat. Auto. Und wer ist jetzt am meisten aufgeregt vor der Schule? Ich. Und wie fühlt sich das aufgeregt an? Ein bisschen kribbelig. Mit Kribbeln im Bauch und selbst gebastelten Schultüten geht's los. In der Turnhalle treffen sich alle Erstklässler. 3 Jungs, die identisch aussehen. Das ist auch hier eine Sensation und gab's noch nie. Aufgeregt warten die Brüder, bis ihre Namen aufgerufen werden. Felix Ladage. Luis Ladage. Mats Ladage. Die Drillingsbrüder werden gemeinsam in eine Klasse gehen. Das haben sich die Eltern gewünscht. Denn so haben alle 3 immer die gleichen Hausaufgaben auf. Doch für die Lehrerin Simone Hoppe ist dies eine große Herausforderung. Denn um jeden individuell bewerten zu können, muss sie die 3 erst einmal auseinanderhalten können.
Ich bin die Frau Hoppe, das habt ihr schon gehört. Und sag erstmal guten Morgen zusammen. Ich bin ganz gespannt. Ich sehe die drei heute auch zum ersten Mal. Und ja, muss mal sehen. Also sie sehen ja wirklich sich total ähnlich, wie ich da so in den nächsten Tagen mit zurechtkomme. Aber die haben in der Klasse ja schon mal feste Sitzplätze und Namensschilder. Ich denke, das wird am Anfang ein bisschen helfen. Nach 45 Minuten ist der erste Schultag dann auch schon vorbei. Zeit für den Fototermin der aufgeregten Eltern. Sandra und Pierre Ladage haben alle Hände voll zu tun. Schließlich will jeder ein schönes Erinnerungsfoto haben. Einschulung ist toll und mindestens so schön wie Weihnachten. Denn zu Hause wartet schon ein riesiger Geschenketisch. Eben alles mal drei. Papa Pierre Ladage strotzt vor Stolz. Dieser Tag ist auch für mich und meine Frau jetzt halt was ganz Wichtiges und auch Schönes. Und ja, bis hierhin haben sie alles ganz gut gemacht und wir sind sehr stolz auf die. Stolz sind die Eltern auch beim Tennistraining. Denn ihre Jungs sind richtige Sportskanonen. Seit 3 Jahren spielen sie in der Bambino-Mannschaft. Die drei bringen nicht nur gleich viel Talent mit, sondern haben auch ein ganz spezielles Drillingsband. Das Besondere ist einfach, dass die drei sich sehr gut auch selber unterstützen. Ja, die motivieren sich gegenseitig. Wenn der eine mal nicht so gut drauf ist, das fangen die anderen beiden auf jeden Fall auf. Und ja, das ist halt das Besondere an den dreien. 5 Wochen später. Wir treffen Felix, Luis und Mats in der Schule wieder. Sie haben sich gut eingelebt und können sogar schon ein bisschen schreiben. Nicht nur die Drillinge üben fleißig, auch Klassenlehrerin Simone Hoppe, nämlich die drei auseinanderzuhalten. Im Sitzkreis und wenn sie näher sind, da habe ich mir gemerkt, sie haben so winzig kleine Leberfleckchen an unterschiedlichen Stellen. Und ja, da habe ich mir in den ersten 2 Schultagen so ein Merkblatt gemacht, weil ich es mir nicht merken konnte. Da hat der Luis oben an der Stirn so ein kleinen Leberfleck. Der Mats hat rechts an der Seite 2. Und bei Felix habe ich jetzt so auf den ersten Blick keins gesehen. Deshalb habe ich mir für den keins gemerkt. Beim Toben mit Papa Pierre Ladage sind die drei dann wieder absolut gleich. Je wilder, desto besser. Pierre Ladage hat für sein Trio jedoch sein ganz persönliches Rezept. Ja, eigentlich muss man echt nur jeden Tag Spaß haben. Aber wenn man halt Spaß hat, das merken die dann halt auch. Wenn man halt Spaß hat, dass das dann halt alles ein bisschen einfacher. Klar ist das Energie, aber ist ja angenehm. Weil die geben halt einem auch viel und mit dem Kuscheln und Rumtoben, da macht ja echt jeder Papa gerne. Also da macht schon total viel Spaß. Eineige Drillinge. So selten wie ein 6er im Lotto. Mats, Luis und Felix. Sie sind einfach etwas ganz Besonderes.